dann erkläre ich euch nochmal genau, was ich alles für Fehler gemacht habe, was ich nicht mehr machen darf. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr habt euch das gewünscht. Viele Zuschriften habe ich gekriegt. Ich soll euch mitnehmen bei meiner Umbauphase. Nicht nur Projektvideos, sondern einfach begleitend wegen so einem Vlog. Und das mache ich. Viele wissen es ja, begonnen habe ich mit dem WC im Erdgeschoss. Da haben wir drauf gefliest. Das war so hergesehen, da war nichts kaputt. Es war halt einfach nur alt. Es waren weiße und so beige Fliesen, die uns nicht mehr so gefallen haben. Klo und so weiter. Wir haben das hinten, also das ist alles gefliest, bis nach oben rauf. Wir haben vorher auch kurz überlegt, ob wir nicht ein bisschen zu modern halb hoch nur fliesen sollten und das drüber putzen. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe das über die Jahre einfach schon mitgemacht. Ich brauche da drin kaum malen. Man wischt einfach alles irgendwie ab, wenn irgendwie was dreckig ist und so weiter. Und schon ist wieder alles frisch. Wir haben uns sehr neutral gehalten. Einfach nur den Holzton, das braune am Holz und weiße Fliesen. Das heißt, das kann man lang sehen. Nichts bunt, nichts irgendein Schmarrn. Klo. So. Wo man die Befestigungen nicht sieht, das war da drin mein größter Fehler. Ich meine, im Nachhinein ist jetzt alles gut, aber ich habe mir fast die Knie ruiniert. Wer das Video noch nicht kennt, zu dem Mist, ich verlinke es als erstes Video in der Beschreibung, da könnt ihr euch das einmal anschauen. Das hätte mich bald einmal am Verstand gebracht. Ein weiteres Thema war, da bin ich nahezu geschimpft worden. Wenn man da was saniert, dann muss man den Unterputzspülkasten, den habe ich drin lassen, den Unterputzspülkasten rausnehmen. Das ist wieder mal das Problem mit YouTube. Da sind ein paar so Simgescheide, die das schreiben. Die wissen aber die Zusammenhänge nicht. Aber Pfotzen aufreißen. Das ist ja das Problem dabei. Wir haben vor circa 2 Jahren mit dem alten Spülkasten einen Wasserschaden gehabt. Da ist das aufgerissen worden und ist ein neuer Spülkasten reingekommen. Der ist ungefähr 2 Jahre alt. Warum? Warum soll ich den erneuern? Warum? Sei es wie es ist, jetzt bin ich zufrieden, jetzt passt es, so gefällt es uns. Was natürlich noch fehlt, sind die Türen. Was noch fehlt, weiß ich nicht, zeigt mir das jetzt, ist ein Waschbecken fehlt noch, Waschbecken mit Unterschrankel. Da unten haben wir so einen Fußbodenverteiler. Das ist damals selber gemacht worden, das war so ein bräunliches Holz, das habe ich weiß gestrichen. Die Türen habe ich in der Werkstatt, die muss ich auch noch weiß lackieren und schon passt es. Das nächste Zimmer, mit dem es weitergegangen ist, ist das Gästezimmer. Im Gästezimmer haben wir die Elektrik ergänzt, erneuert, einige Teile verputzt und am Boden neu reingemacht und die Wände natürlich neu gestrichen. Bei der Elektrik war das momentan einmal der größte Aufwand, weil da ein größeres Bett herkommt. Das heißt, wir haben da zusätzliche Steckdosen, wollten wir wieder haben. Ich habe mir eingebildet, in jedem Raum, wo ich einen Rollo mit Gurt habe, möchte ich das Ganze elektrisch haben. Da rennt diese Steckdosen, da um diese Leitung rundherum gegangen und da hinten haben wieder Steckdosen. Das heißt, ich habe mir diese Leitung da gesucht, habe da ausgestellt, habe da die Steckdosen installiert, Schritt rauf für dies da, Schritt rauf für den elektrischen Rollo. Der größte Fehler, den ich in den Raum gemacht habe, war, das Ganze auf YouTube zu zeigen. Auch dieses Video stelle ich mir online. Es ist nämlich so, gefühlt haben wir ja 82 Millionen Elektrospezialisten in Deutschland. Wahrscheinlich haben sie selber zu tun zum Müll holen, voll zusammen und bringen dann Euro. Aber egal, jeder hat mir gesagt, da mit einer Bohrkrone, ich habe es nämlich aufgestellt mit einer Stemmmaschine, mit einer Bohrkrone, habe ich 100-mal erklärt, da sind Leitungen drin. Ich weiß nicht, ich habe da drüber eine Leitung. Warum soll ich das riskieren mit einer Bohrkrone zum Abschneiden? Also ich kann das nicht nachvollziehen. Das gleiche da rauf, ich habe da draußen Außenlampen, ich weiß nicht, wo die Leitungen gehen. Dann kann ich mit einer Stemmmaschine voll das erste Stickel, voll dezenter irgendwie arbeiten, wie ich schneide einfach auf, dann ist es so geschnitten. Das war es mir einfach nicht wert und es hat auch nicht sein müssen. Ich habe da genügend Mauerwerk, ein gutes Mauerwerk, ich habe gewusst, ich verputze das wieder.
das war das ist ein ganz normaler, alltäglicher Vorgang, so wie halt einfach gearbeitet wird. Natürlich gibt es andere Situationen, wo ich das genau weiß, wo ich nachträglich bohren kann, wo ich fräsen kann, wo ich mit einer Mauerfräse schneiden kann. Selbstverständlich weiß ich das. Ich mache den scheiß Job seit über 30 Jahren. Selbstverständlich habe ich den feinsten Maschinenpark. Trotzdem war das da nicht nötig. Das Ganze, da sieht man es, da habe ich es noch gar nicht fertig eingebaut. Unterputz, Landhosen, das war auch gut, Landhosen, Unterputz gemacht und dort dasselbe wieder, ein Strom von da unten geholt, rauf, die elektrischen Rohre funktionierend, natürlich mittlerweile überall. Zu. Natürlich ist das Ganze mittlerweile automatisiert. 8 auf. Das nächste war dann der Flur bzw. das Treppenhaus. Da muss ich die Elektrik nicht ergänzen, das passt alles, das ist super, neue Lampenaffe, malern, aber der Boden kehrt neu. Der Boden war gefliest. Jetzt haben wir halt das Thema gehabt, sollen wir den Boden rausreißen? In den anderen Zimmern haben wir den Boden draufgelegt. Das mit dem Höhenniveau wäre gegangen, hätten wir kein Problem gehabt, können wir das Übergangsleisten drauf. Ursprünglich haben wir gedacht, reißen wir die Fliesen raus und legen wir neue Fliesen ein. Aber zwei Probleme. Erstens, das Treppengeländer ist da drauf gestanden, das heißt, ich hätte das Treppengeländer abreißen müssen, wieder neu machen. Und das nächste ist, wir haben da so eine Steinplattentreppe. Das war ja eben. Das heißt, ich hätte dran fließen müssen, dann hätte ich die erste Fliese. Wäre wieder diese Stein-Marmortreppe gewesen. Das wollten wir aber nicht mehr. Darum haben wir gesagt, da haben wir drauf fließen. Überall saubere so Abschlussleisten. Der Fliesenleger war sogar so eine coole Sau. Der hat den kleinen Rand, der da hinten übergestanden ist. Sogar den hat er nochmal Fliesen gelegt. Fliesenleger war deswegen schon eine coole Sau, was von meinem Cousin der Sohnemann war. Also ein Glal halt. Einfach halt ein Glal. Dann hat man natürlich das Problem, wenn man drauf fließt, dass das irgendwie mit der Haustüre nicht mehr funktioniert. Gut, kann man ja die Haustür unten ein ganz bisschen abhoben oder abschleifen, absägen. Das ist aber da auch nicht gegangen, weil ich eine Haustüre habe, die sehr, sehr schwer ist und da ein kompletter so Metallrahmen unten rum geht. Das heißt, ich hätte den irgendwie abschneiden müssen. Das wollte ich nicht. Viele Leute haben dann da gewesen, haben immer wieder um Rat gefragt, was kann man machen. Einer hat dann gemeint, ja, vielleicht kann man von da leicht schräg, also die alten Fliesen da vorne rausklopfen und nur leicht schräg und so weiter. Ich bin dann irgendwann mal in einer ruhigen Minute, habe mir das angeschaut und bin dann in mich gegangen und habe gesagt, nein Helmut, das machst du nicht. Ewig schaust du dann den Pfusch an, da hört es mit dem Fliesen da auf, dann kaufst du dir ein neues Haustier, dann macht es ein neues Haustier rein. Es wird im Anschluss, wenn wir innen renoviert haben, wird außen die Fassade gemacht, die Untersicht Anthrazit, die Garagentore brauche ich neu, Einfahrtstor kommt. Kann ich gar nicht sagen, ein neues. Da habe ich Ende letzten Jahres so einen Stabmattenzaun und hohe Einfahrt, elektrisch Einfahrtstor möchte, was stabiles, was Schmiedeeisers. Kurz gesagt, es bleibt jetzt so. 4 oder 5 Wochen haben wir insgesamt Lieferzeit gehabt. Ich weiß nicht, 3 Wochen. 3 Wochen oder was kommt die neue Haustüre. Da machen wir die neue Haustüre rein und gut ist. Dann unser Lieblingszimmer. Wohnzimmer, dasselbe Spiel. Da war ein weißer Fliesenboden, da haben wir dann einen Vinylboden überall draufgelegt. Dann muss ich zugeben, bei meinem Händler, ich war bei einem Fachhändler, beim Hunzhammer, in Deggendorf-Fischerdorf, Natternberg,
ein richtiges Schnäppchen gemacht. Der Bohn hätte offiziell irgendwie knapp unter 40 Euro oder um die 40 Euro, 39, ich weiß es nicht. Und das war irgendeine super Sonderrabattaktion, keine Ahnung, da hat er einen ganzen Schwung her da und dann haben wir mir knapp unter 30 Euro gezahlt. Ich glaube, heißen tut Eiche, nicht rustikal, Eiche irgendwas, ich weiß es nicht. Sehr, sehr angenehm, also wir haben wir top zufrieden. Ich meine, die Geschmäcker sind unterschiedlich, einem gefällt es, einem gefällt es nicht. Wir wollten es also haben. Unser nach wie vor Schmuckstück, obwohl schon 30 Jahre alt, ist unser Kachelofen. Da war es ja so, da haben wir letzten Winter vom Kaminkehrer die Aufforderung bekommen, wir müssen da Abgasfilter, da hat sich ja was geändert, können wir so nicht mehr machen. Dann habe ich einen Kachelofenbauer angerufen und habe gesagt, wir möchten das neu machen, der war letzte Woche da, hat sich das angeschaut, haben wir das Ganze bestellt, also da kommt ein neues Holz, eine neue Verrohrung, eine neue Nachbrennkammer. Das Innenleben machen wir komplett neu. Nur die Kacheln und so weiter, die Geschichte, weil das ist ja top. Wir haben das neu verfugen lassen und nun oben neu geweißelt und gut ist. Ein kleines bisschen ein Problem haben wir da herin noch. Da waren, ich weiß nicht warum, in den anderen Räumen war das nicht so. Da herin ist so. Da ist als Abschluss, als Sockelleisten, haben weiße Fliesen montiert worden und die haben fast, nicht ganz, fast im Putz versenkt. Das hat irgendwie bestimmt zu einer Zeit irgendwann einmal gut ausgeschaut, war vielleicht, weiß ich nicht, ob das jemals sinnvoll war. Mir hat es nicht gepasst, aber es ist halt jetzt so. Jetzt passt natürlich die Sockelleisten nicht mehr richtig drauf. Das heißt, da haben wir vom Schreiner auch ganz normale weiße Sockelleisten machen lassen, die etwas höher sind, anders gefräst sind, die kommen erst noch, dass wir die dann da drauf machen können. Da hinten, auch dazu gibt es ein Video, da hinten habe ich zwei Jalousieschalter nachgerüstet, wie man sieht, sieht man nichts. Da habe ich zwei Jalousieschalter nachgerüstet, beziehungsweise einen Jalousieschalter nachgerüstet, da bin ich aber noch nicht fertig, habe ich einfach noch nicht eingebaut. Da vor dem Fernseher, da kommt noch daneben so ein höherer Schrank. Dann kommt da so eine TV-Wand, der Fernseher wird an die Wand gehängt. In dieser TV-Wand werden die Leitungen versteckt. Und hinter dieser TV-Wand kommt mein neues, zukünftiges Smart-Home-Gehirn. Mit einem Musikserver und so weiter, pipapo, ein bisschen Lautsprechergeschichte machen wir da einer. Das war immer schon da hören. Da bauen wir noch zusätzliche andere Spots ein, ein bisschen Effektbeleuchtung, LED-Stripes, da haben ein paar Geschichten geplant und auch ein paar Geschichten schon vorgesehen. Das war jetzt jahrelang ein Raum, wo wir uns ein bisschen so geschämt haben und so weiter. Da steht hinter der Couch steht schon das neue Bett für das Gästezimmer. Wie wir mir das Haus gekauft haben, war diese Küche schon herin. Die Küche ist jetzt dann irgendwie 30 Jahre alt. Als wir hier eingezogen sind, haben wir einiges gemalert, haben wir einiges gemacht. Dann haben wir kurz davor gewesen, zu sagen, machen wir gleich eine neue Küche rein. Haben wir uns aber dann dagegen entschieden. Kinderwand klein. Lauter so Dinge, wo wir gesagt haben, was soll das, muss das sein und so weiter. Und das haben wir 100% richtig gemacht. Wir haben ganz oft, meine Frau hat oft gesagt, wenn Gäste gekommen sind, ja, wir mit unserer alten Küche, alle anderen haben eine neue Küche. Dann habe ich gesagt, ja, mei, dafür können alle anderen das Kochen nicht und wir können gut kochen. Die anderen können wahrscheinlich schon auch kochen. Keine Ahnung. Auf alle Fälle, gut kochen kann man nicht nur deswegen, wenn man eine neue Küche hat, sondern gut kochen kann man, wenn man gut kochen kann. Auf alle Fälle, jetzt ist es natürlich soweit. Jetzt haben wir gesagt, im Zuge vom Renovieren und da herin müssen wir ganz gewaltig umreißen. Kauft man uns jetzt natürlich auch eine neue Küche. Aber keine so 10.000 Euro Küche von der Stange, sondern richtig was Grundsolides, ein bisschen was Hochwertiges.
nicht mehr mit so einer Halbinsel, sondern nur eine reine L-Küche. Dafür kommt auf diese Seite nochmal so ein Block, wo dann der Backofen und sogar der Dampfgarer drin ist. Couch kommt natürlich eine neue her, so ein Sofa, das kommt da hinten und Eckbank kommt wieder daher. Das wird praktisch ein reines Küchen-Esszimmer, eine reine Kugel, wo man es aber natürlich auch mal aushalten kann. Der Kachelofen hält es da rüber, das heißt da drin, da kann man es griebig warm werden lassen. Da freue ich mich schon richtig drauf. Boden, natürlich neu malen. Elektrik muss komplett installiert werden. Auch da werden elektrische Rollo nachgerüstet. Die Elektroinstallation für die Küche, unter anderem auch für darüber. Backofen und Dampfgarer muss ergänzt werden. Boden kommt wieder neuer rein. Beleuchtungen werden ein kleines bisschen anders gemacht. Alle Beleuchtungen will ich nicht runterreißen, weil man da ein relativ hochwertiges Palmon-Schienensystem umhabt. Und da haben wir eigentlich sehr gut zufrieden damit. In der Küche habe ich dann praktisch noch gar keinen Fehler nicht gemacht, weil ich habe ja noch nicht angefangen. Da habe ich ja vorhin schon erwähnt, die beiden Garagentore werden neu gemacht. Da die Haustür. Haustür sowieso. Und vorne das Gartentor. Übrigens, beim Gartentor bin ich mittlerweile 1000% der Meinung, das lohnt sich überhaupt nicht, das Ganze selber zu machen. Ich hab da eine Firma gefunden, zufällig bei einer Baustelle, auf der ich war, und hab da den Chef kennengelernt und hab mit dem Chef kurz gesprochen und haben uns das angeschaut. Ratzfatz ist der zu mir gekommen, hat da ausgemessen, hat mir ein Angebot gemacht. Zeig ihn kurz einmal. Ich bin da sowas von begeistert über das Auftreten, das Ausmessen, die Angebotsvielfalt. Freilich kostet das auch Geld. Das ist eine hervorragende Qualität. Ich habe das auf der Baustelle gesehen, wie das ausschaut. Hab das ein bisschen verglichen, hab schon mit mehreren Metallbetrieben, die so schmiedeeisene Zäune machen, geredet. Ja, da kann ich es in Deutschland nicht machen lassen. Da muss ich es vor seiner Firma nehmen. Und für den Service, muss ich sagen, unfassbar, unfassbar. Das war's von dem Video. Ich hoffe, ein paar Sachen haben dich interessiert. Dann darf ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Viel Dank, Servus, lasst euch nicht verarschen.